Hallöchen, nach langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Ja, ich habe mir eine kleine Pause gegönnt, ja, und jetzt denke ich mir, es ist Zeit, dass wieder was losgeht. So wie auf den Straßen jetzt was losgeht. Ja, am gestrigen Freitag waren wieder zehntausende Schülerinnen und Schüler auf den Straßen in Deutschland unterwegs und haben tatsächlich für ihre Zukunft gekämpft. Das ist ja verrückt. Und da kommen jetzt viele und sagen, ach, aber während der Schulzeit, die machen das während der Schulzeit. Ja, wie piefig ist das denn? Ja, wann sollen Sie es denn machen? In Ihrer Freizeit, bitte? Es geht doch genau darum, dass das auch Konsequenzen hat. Ja? Seit Jahren erzählen wir den Kindern, ja, ihr lernt doch fürs Leben in der Schule. Und jetzt ziehen sie die Konsequenzen und gehen raus auf die Straße und sagen, ja, dann lasst uns doch für diese Zukunft auch wirklich was machen. Und dann stehen wir da und sagen, aber doch nicht während der Schulzeit. Ja, das ist ja, wie man Arbeitnehmer sagen würde, ja, ihr könnt gerne protestieren, ja, aber doch außerhalb der Arbeitszeit. Hauptsache, ihr funktioniert innerhalb des Systems, ja. Schön, schön in der Arbeitszeit und während der Schulzeit, ja, da lebt man konform und außerhalb in eurer Freizeit, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Am besten ihr demonstriert nachts zwischen 1 und 2, dann kriegt es überhaupt niemand mit. Ja. Das ist doch nicht das Ziel von Protesten. Ja. Das Ziel von Protesten ist, dass sie natürlich stören, ja, den Ablauf. Liebe Schülerinnen und Schüler, das muss jeden Freitag muss das mehr werden, natürlich. Dass irgendwann die Lehrerinnen und Lehrer alleine dastehen am Freitag und sagen, was ist denn los? Und dann werden die das hochmelden irgendwann mal und dann wird es irgendwann ankommen in der politischen Klasse, ja. Und dann werden es vielleicht die Erwachsenen irgendwann spüren, dass tatsächlich was nicht stimmt. Ja? Denn die Erwachsenen erzählen euch ständig, dass es um eure Zukunft geht, ja? Dass es um eure Zukunft geht. Für unsere Kinder nur das Beste. Nur das Allerbeste. Sie sollen es mal besser haben als wir. Das ist die Lebenslüge, die die Erwachsenen mit sich rumtragen. Sie erzählen das auf der einen Seite und andererseits zerstören sie genau eure Zukunft. Denn das wird die Zukunft unserer Kinder und Enkel sein. Sie werden Kämpfe um Wasser erleben, Kriege ums Klima. Sie werden Flüchtlingswellen ungeahnten Ausmaßes erleben. Und wir erzählen für unsere Kinder nur das Beste. Wie gelogen ist das denn? Und wie verlogen ist das? Das ist alles Quatsch. So reden nur Leute, die mehr Vergangenheit haben als Zukunft. Das sind die, die diese Zukunft eh nicht miterleben müssen. Und auf die solltet ihr keine Rücksicht nehmen, Leute. Geht raus auf die Straße, kämpft dafür. Und lasst euch nicht von diesem piefigen, ja, doch nicht der Schulzeit, lasst euch davon auf gar keinen Fall einkriegen. Seid unbrav, seid nicht brav, funktioniert nicht. Schwänzt die Schule, bis es Konsequenzen hat. Ja, denn wer brav ist, den belohnt die Lehre und die Schüler. Wer nicht brav ist, den belohnt das Leben. Ja, weil die Erwachsenen kriegen es scheinbar nicht auf die Reihe. Ja, sie sind so inkonsequent. Ja, und sie sagen sich, wird schon gut werden. Nein, es wird nicht gut werden. Das wissen wir heute schon, dass es nicht gut werden wird. Und jedes Jahr kommt ein neuer Temperaturrekord und jedes Jahr gibt es mehr Stürme und mehr Regenfälle und dann wieder mehr Hitzewellen. Ja, und jedes Mal sagt man, wird schon gut werden. Ja, das wird es nicht, ja, wenn ihr nichts macht, ja, weil die Einsicht bei den Erwachsenen scheint nicht zu greifen. Ja. Weil die Erwachsenen glauben, dass sie schon im Widerstand sind. Ja. Wenn sie aufgrund der Vorkommnisse im Hambacher Forst den Stromanbieter wechseln, wer den Stromanbieter wechselt, da ist noch sehr viel Luft nach oben, Leute. Ja. Man ist noch nicht im Widerstand, wenn man zu Fuß geht. Zum Auto, ja? Um dann zum Flughafen zu fahren, ja, und 30.000 Meilen im Jahr zu fliegen, ja, und dann die Grünen zu wählen. Das ist unser grüner Daumen an euch, liebe Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler. Ja? So ist der Deutsche. Ja? Ich habe neulich an dem Liegefahrrad vorbeifahren sehen, dachte ich, das ist typisch Deutsch. Ja? Liegen bleiben, aber trotzdem vorwärts kommen. Aber so wird es nicht funktionieren. Wir brauchen Druck, die Erwachsenen brauchen Druck und deshalb wünsche ich mir, dass freitags alle auf die Straße gehen.